Und dann habe ich halt so geschrieben, aha, für das dann Gebühren erhöhen und Zinsen streichen, damit ihr nachher so ein Gondeli könnt bauen. Das ist natürlich die Frage, wäre es umgekehrt nicht besser. Nein, ich finde es ein bisschen natürlich aus PR-Sicht ist es wahrscheinlich genial, da wird die ganze Schweiz, wenn nicht die ganze Welt, dann darüber berichten, über das Gondeli, über den Zürichsee. So gesehen finde ich es geschickter Zug, aber ja, immer auch so ein bisschen die Frage, hat es nicht gescheit, das Gondeli in den Zoo gebaut oder Gondeli in den Bergen, die am Verfallen sind, irgendwie restauriert oder so. Hoi Vivian. Was, wenn der Hafenkamm von der UBS gebaut worden wäre? Ja, wir sind langsam so weit. Also ich glaube natürlich, die UBS hätte nie einen Hafenkamm gebaut. Aber wir sind relativ näher dran, dass die UBS so etwas will machen. Ja, ich meine, ich finde, die UBS würde ja so eine Diskussion, wie das ausgelöst hat, total scheuchen. Hätte jetzt gesagt. Hoi Marcel. Mal, ich habe Gondeli gern. Ich gehe gerne in die Berge Gondeli fahren. Und je kleiner, hoi Kaspar. Und je kleiner und gefährlicher das sind, umso lieber fahre ich sie. Aber es ist so Kilbi über den Zürichsee Gondeli. Das ist so ein ich sehe den Sinn nicht ganz, aber ich pendle halt auch nicht zum Beispiel, also ich weiss ja gar nicht, ob das für etwas für Pendler ist. Ja, ist ein bisschen Shishi irgendwie. Hoi Stefan! Jetzt wird's... Was? Ernst? Was soll ich sagen? Noch etwas zum Sprachlos. Zu der Gondeli. Was? Was? Ja, Stefan, du bist ja die ganze Zeit auf Facebook und schreibst immer, du sagst gar nicht auf Facebook oder so. Oder? Postest da und dann gibt es Kommentare und dann sagst du, du bist gar nicht da, aber dann gehst du immer gleich andere Kommentare anschauen und dann tust du gleich amigs reagieren. Hey, genau, du machst nichts auf Facebook, sagst du. Du machst aber die ganze Zeit auf Facebook. Aber Twitter ist schon viel gescheiter. Nein, also vom Format, ich bin wieder wie der Heilige Geist. Wird, wo er will, genau. Aber ein Windfahne bist du nicht. Nein, zu Twitter finde ich schon noch, also vom Format langsam, also habe ich schon begriffen. Hoi Patrick, bei Twitter ist eben interessant, Kanton Stadt Zürich. Wie Basel-Stadt. Ja, es hätte Vorteile, natürlich, Kanton Stadt Zürich.